Da bin ich wieder. Noch einen Zwischenwrap gegessen. Noch kurz nachspülen. Während wir hier unsere letzte Einheit. Funktioniert denn alles? Ja, der Chat meldet sich. Entweder ist der Chat kaputt oder keiner guckt mal zu, was auch sein kann. Die ersten Leute haben schon abgeschaltet, weil sie es sich einfach nicht antun können. Was für ein Kokolores hier verzapft wird. Apropos Kokolores. Diese Belagerungstürme sind total OP. Overpowered. Denn kann doch nicht sein, dass eine Fernangriffseinheit so viel Punkte hat. Also, dass sie gegen Nahkampfeinheiten so gut bestehen kann. Wir tauschen hier. Du bist so heiß. Ich hätte gern Eisen. Haben die Polen vielleicht Eisen? Und wir sind auch in 3 Runden schon wieder pleite. Aber dann ist ja die Straße fertig, dann kommt ein bisschen was dazu. Nee, hat er nicht. Aber Botschaften nehmen da auch nicht an. Ah, Luxusgüter. Da bin ich jetzt arm. 155 Gold plus Botschaft, 5 Gold pro Runde annehmen. Marmor müssen wir und können wir uns leisten. Jetzt sind wir weder zufrieden noch unzufrieden in so einem Zwischenstadium. Aber passt schon, passt schon. Das gibt hier die Möglichkeit. Oh, wir haben auch zu viele Bauarbeiter. Die kosten auch ein Heidengeld. Weißt du was? Bau schon mal eine Straße nach hier. Wo wir später die nächste Stadt gründen werden. Wenn wir hier alles eingenommen haben. Dass er stirbt, war abzuwarten. War zu erwarten. Und du kümmerst dich um ihn. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Du kümmerst dich um ihn, um zu zeigen, dass wir hier gut stehen. Dann gehst du hier hin. Du gehst auch weiter vor und dann werden wir mit gemeinsamen Kräften nächste Runde ihn auch angreifen. Was will er? Er kann doch gar nichts machen. Aber okay. Okay, von mir aus. Soll gut sein. Rabatt kann ein Gegner angreifen. Oh, er kann auch noch draufhauen. Ja, sehr gut. Dann schnappst du ihn dir. Nimmst du eins vor. Bist dann zwar von Ninive angreifbar. Aber dann haben wir hier die Möglichkeit, auch den nächsten Belagerungsturm zu zerstören. Die Genauigkeit ist genau das, was ich brauche. Warum ist hier keine Straße? Ach, hier ist eine Straße. Okay. Hin mit dir. Mit der Straße warten wir noch. Bauen wir lieber noch einen Bauernhof, weil die kostet ja wieder Geld. Und Geld haben wir momentan nicht allzu viel. Hier haben wir welches. Und jetzt müssen wir aber, denke ich mal, endlich das Wild auch fangen können. Karawane ist schon da. Wir brauchen noch einen Speerkämpfer. Ja. Sonst wird das nicht. Minus 45. Okay. Lass mich überlegen. Offenes Gelände. Na, nee, nee, nur hier hin. Und jetzt kannst du nochmal schießen. Und du kannst von hier nochmal schießen. Das ist sowas, oder nicht? Der Chat schreibt nichts in Großbuchstaben, das bedeutet, ich mache nicht alles falsch. Und dann kommst du noch zur Party dazu. Und dann haust du nochmal drauf. Das sind aber auch zähe Dinger. Das ist Hammer mit diesem Stierkopf hier vorne. Wir haben aber auch so keinerlei, wenn wir wenigstens Flankierung hätten, um 15% einen Bonus zu bekommen. Oder einen großen General endlich mal hier irgendwie auftauchen würde. Aber da kannst du ja lange warten. Für 20% Bonus. Immer noch nicht. Wir haben immer noch keine Fallenstellen entdeckt. Ach ja, da schau her. Okay. Bauernhöfe. Bleiben uns ja jetzt nichts anderes übrig. Und endlich. Zwei. Durch Handelswege zwischen euren Städten, Städten anderer Zivilisationen.
Hier, vier von Stadtverbindungen zwischen eurer Städten, zwischen Städten und der Hauptstadt. Okay. Ich würde hier unglaublich gerne Mine bauen, aber ich glaube, damit warten wir lieber noch. In Rabat bauen wir. Wir können kein, immer noch keinen Kompositbogen. Vier Runden erst. In Marrakesch bauen wir einen Speerkämpfer, dann bauen wir hier einen Bogenschützen. Wobei der auch immer noch nicht mal eine Beförderung bekommt. Da haben wir hier auch gar keinen. Minus 50! Warte! Bekommt die Stadt auch einen Bonus oder wie? Heieieiei. Alle nochmal einen Schritt zurück. Alle nochmal einsalben lassen. Damit das schneller geht. Könnt ihr tauschen? Kannst du hier hin? Kannst du. Na! Jetzt bist du weg von Gut und Böse. Ach, jetzt ist hier noch einer. Nein! Nun gut, nun gut, nun gut. Da müssen wir durch. Können wir auch. Können wir auch. Gar kein Problem. So, ihr heilt alle, soweit es eben geht. Und hoffentlich auch schnell. Wir bräuchten einen, den wir mal irgendwie zum Sanitäter upgraden. Sonst wäre das nix. Pass auf. Du gehst hier hin. Hier hin. Du gehst hier hin, um da anzugreifen. Du gehst hier hin, um da anzugreifen. Minus 8. Hoffentlich ist das Bauwesen bald fertig. Und dann brauchen wir ja auch noch Geld, um die ganzen Leute hier abzugraden. Geld haben wir auch nicht. Hügelstadt. Daran liegt das. Die Hügelstadt ist kräftiger. Stärker. Anscheinend bei der Bombardierung, ja. Ich hätte auch eine Hügelstadt gründen können, hab's aber nicht gemacht. Minus 8. Das ist schon. Minus 10. Offenes Geländefeld, Boni und... Unzufrieden! Minus 2%! Das ist auch neu. Aber 2% hält sich ja noch in Grenzen. Das ist ja noch zu verkraften. Ach, dann ist es wahrscheinlich so, ja, dass pro Unzufriedenheitspunkt 2% dazukommen, ne? Eine Terrakotta-Armee ist gebaut worden. Drei Dinge sind bei einem... What? Da hat er nur die Stadt angegriffen. Das Reich und upgraden lassen. Oh, jetzt reicht das hier nicht. Und 80 Gold! Kasimir! Zdravjam cię. Zabieniam się w... Ich hab noch zwei Pferde. Aber das sind 21 Gold, da geht nicht viel. Dafür ist der nächste Speerkämpfer fertig. So, dann bauen wir halt Kompositbogenschützen. Machen wir es halt so und endlich mal die Fallen stellen, damit die Arbeiter was zu tun haben. Offenes Geländefeld, denn da wollen wir hin. Und es gibt auch nichts mehr zu entdecken, ne? Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier noch 5 Stadtstaaten rumlungern, die wir noch nicht entdeckt haben. Dann haben wir hier auf dem kompletten Kontinent einen Stadtstaat. Und hier unten noch irgendwie auf der Insel, wo wir nicht hingekommen sind. Oh, was ist denn das für eine Map? Na gut. Einheitliche Befehle. Upgraden können wir nicht. Da aber die anderen auch noch brauchen, bis sie fertig sind, warten wir hier noch. Und dann würde ich sagen, nächste Runde, Nineveh fällt. Ja, dann könnt ihr nämlich auch wieder vor. Du stellst dich hier in zweite Reihe. Ihr wartet alle noch so weit. Dann kannst du auch noch warten. Dann brauchst du, kannst du hier hin. Und dann rushen wir mehr oder weniger alle zusammen in der nächsten Runde eins nach vorne. Und dann sollst du dich mal überlegen, wenn sie angreifen. Denn dann haben sie so viele Ziele. Da geht dann nicht mehr viel. Die Straße ist fertig. Hier gibt es auch nicht mehr wirklich viel. Ja, mal ein bisschen was. Nee, die verlieren mal, wenn... Ach, jetzt habe ich dich da vorne wieder zurück. Nächste Runde.
So, zwei assyrische Belagerungstürme, die uns nicht angreifen können, aber höchstwahrscheinlich der Stadt Triple Boni geben oder so. Weißt du was? Ich bin jetzt mal so dreist. Naja, dafür sehen wir, dass hier nur Krieger rumlungern. Aber, dann kannst du hier schon mal angreifen. Minus 8 wahrscheinlich. Oh, minus 10. Holla. Dann kommst du hinzu. Du gehst über den Fluss. Stellst dich hier hin. Du nimmst hier die Position ein. Nächste Runde kannst du eine Falle stellen. Du machst nichts. Nächste Runde. Ah, das ging ja noch. Minus 34. Zumindest meine ich minus 50. Und Fallen stellen, ja. Karawane. Große Leonidas. Den hätte ich schon gerne, ne? Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen jetzt auf die Schnelle. Von daher, bau einfach mal da der Krieger. Ja, wenn der Krieger hier den sich schnappt, ist das okay. Dann ist er hier oben nicht. Geh eins vor. Und du auch. Du bekommst gegen Fernangriffe die Verteidigung. Das passt. Dann kannst du hier angreifen. Kannst auch nach vorne. Kannst nicht angreifen, dann greift die Stadt an. Dann geht ihr über den Fluss. Und du greifst bestimmt nicht von dort aus an, sondern ziehst dich abermals zurück. Und so. Kommst du nach Marrakesch die Runde? Nein. Heilen. Fallen stellen. Forschung wählen. Optik. Reiterei, Mathematik. Mathematik fürs Katapult. Wenn das fertig ist, dann gehört uns Ninive. Momentan sind wir nämlich nicht in der Lage, Ninive überhaupt so weit in die Bredouille zu bringen, dass sie überhaupt so viel verlieren, wie sie in der Runde wieder heilen. Ne? Von daher brauchen wir entweder ein Heidengold, um die ganzen Bogenschützen zu Kompositbogenschützen abzugraden. Oder wir bauen halt Katapulte en masse. Wir bekommen hier zwei Kompositbogenschützen in der nächsten und übernächsten Runde. Hier können wir noch einmal. Ich hätte halt gern dieses Feld hier, aber es bringt es nichts, diese unglaublich starken Belagerungstürme anzugreifen. Wenn wir da eh nicht durchkommen. So. Deswegen greifen wir hier mal an. Und hier halt auch gerne, ne? Aber das läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Deswegen verkriecht ihr euch jetzt lieber mal. Bauen wir noch einen Bauernhof, irgendwie so total random. Du kannst nach Rabat, dort heißt es ganz schnell. Die Karawane ist. What? Krakau? Ach ja. Ab und zu sind Karawanen endlich. Haben wir hier unseren großen General. Ab und zu fragen Karawanen danach, ob sie immer noch dieselbe Handelsroute benutzen sollen wie letztes Mal. Und da haben wir einen Bogenschützen verloren. Das hätte ich mir denken können. Aber dafür ist er jetzt auch tot. Ja. Hier, das gewinnen wir auf jeden Fall. Und hoffen, dass wir jetzt noch irgendwo eine Einheit rumstehen haben, mit der wir uns rächen können. Sieht aber nicht so aus. Schade drum. Aber wir haben Ninive zumindest so weit, dass sie schon mal angeschlagen sind. Das ist doch schon mal was. So, der Kompositbogenschütze kommt hier hin. Du kommst hier hin. Ich gehe nicht davon aus, dass er in der Lage sein wird, dich über Fluss so zu verletzen, dass du stirbst. Wovon ich aber ausgehe, ist, dass du auf jeden Fall die Sofortheilung kriegst und ihn zerstörst. Dann ist da schon mal Ruhe. Dann werden wir wohl weiter Ninive angreifen, wobei er hier einfach ein zu saftiges Ziel abgibt, als dass wir das uns entgehen lassen sollten. Wir können hier Deckung gegen Fernangriffe benutzen, in der Hoffnung, dass uns das so viel Bonus gibt, dass wir Ninives Angriff abfangen können. Der Bautrupp macht nichts, der Sperrkämpfer heilt, Produktion wählen. Mathematik haben wir noch nicht entdeckt. Wie viele Runden sind es dahin? 4.
Dann bau uns einen Speerkämpfer. Einheit befördern. Du bekommst Genauigkeit auf offenem Gelände, denn du wirst viele Einheiten auf offenem Gelände angreifen. Hier hat uns der Bonus auf jeden Fall was gebracht, denn wir überleben. Sehr gut. Er zieht seine Belagerungstürme aus der Stadt raus. Bedeutet das, er gibt sie schon auf? Ich glaube nicht. Der Kompositbogenschütze kann in dieser Runde noch nicht angreifen, stellt sich aber hier hin. Wir können einen Bogenschützen upgraden. Nehmen wir doch dich, wobei du noch so keinerlei sonstige Erfahrung hast. Aber die anderen stehen jetzt nicht zur Debatte. Die haben nämlich schon was vor. Und da du eh dort hinten stehst, ist das okay. Dann haben wir da noch Kompositbogenschützen. Du gehst nach Rabat. Dann tausch doch einfach mit ihm. Genau. Der Großgeneral steht dort. Gut. Dann gehst du eins zurück und eins hierhin. Wir wollen nicht, dass dir was passiert. Produktion wählen. Abermals Kompositbogenschütze. Nächste Runde. Oh, da müssen wir einstecken. 52. Ist nicht gut, weil dann du in der nächsten Runde ja wiederum sterben kannst. Halt, nicht nichts machen, das überlege ich mir gleich. Ja doch, du gehst hier hin und machst dann nichts. auch auf die Gefahr hin, dass ich dich verliere. Oder? Nee, nehme jetzt ziemlich zurück. Dann heilst du kurz, das passt dann schon. Ich möchte dich nämlich dann doch nicht verlieren. Dann gehst du hier auf den Hügel und du stellst dich hier dazu. Ihr geht hier hin. Bekommt den Bonus von da. Ihr seid in der nächsten Runde schon, übernächste auch soweit anzugreifen. Der Bautrupp macht nichts, der Speerkämpfer heilt. Nächste Runde. Ja, sie schießen sich auf ihn ein. Das ist insofern gut, als dass sie Fernkampfeinheiten dann weiter angreifen können. Du bleibst dort, um zu heilen. Welche Einheit können wir angreifen? Dich können wir angreifen. Dann benutzen wir dich einfach noch dazu. Das ist kein Problem. Du gehst eins zur Seite. Du gehst eins vor. Dann habt ihr beide noch die Möglichkeit, die Stadt anzugreifen. Und mit den Kompositbogenschützen seht ihr, läuft das schon eine ganze Ecke besser. Soll öfter in den Chat schauen. Werde ich auch. Wenn die Zeit gekommen ist. Haben wir hier die Möglichkeit, das sieht so aus. Probieren wir gleich mal. Und tatsächlich, Marionette erstellen, auch wenn das bedeutet minus 6 Punkte. Jetzt sind diese Belagerungstürme natürlich vor unserer eigenen Stadt, aber dass sie ja selbst nicht angreifen können, ist mir das egal. Dann ist die Frage, wo werden wir die Straße entlang führen? Hier entlang. Und da hilfst du. Wir möchten natürlich eine Straße nach Ninive haben, die jetzt ganz gut dastehen und Ninive wieder zurückerobert haben mit ihrem Turm. Natürlich, sie können dann nämlich Städte angreifen. Die Mathematik. Das können sie. Und zwar sehr gut. Und damit haben wir eine Einheit verloren. Aber, was soll's, wir müssen also dann doch diese Belagerungstürme erstmal so weit zerstören, dass sie uns nicht mehr angreifen können. Wir haben Gold bekommen durch die Eroberung. Einheit modernisieren. Und dann ist einer schon mal weg. In der nächsten Runde können wir dann Ninive einnehmen. Ah, wenn sie dann überhaupt noch da sind. Und nicht schon. Wah! Jetzt habe ich einen Großgeneral durch den. Ah. Missklick, dein Name ist Markus. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Optik, Reiterei, Karawanenhof, das will ich haben. Tue nichts, das passt, das passt. Hier, was ist da fertig? Wein an Kasimir, okay. Das bedeutet, da bekommen wir auch nochmal ein bisschen Geld. Der sieht so aus, als ob er was vorhätte. Ach, jetzt hat er kein Geld. Geht nicht, ja, zu verschenken habe ich auch nichts, sorry. Bautrupp wurde gefangen genommen. Der ist tot. Okay. Überleben wir. Minus 26. Gar kein Problem. Er geht aus der Stadt wieder raus. Das macht er geschickt.
Du gehst in die Stadt rein. Du gehst eins nach vorne, dann kannst du angreifen. Du gehst eins nach vorne. Ah, du bist der, der. Probier mal trotzdem. Müssen wir jetzt ja. Ne? Belagerung. Och, jetzt haben wir den hier nicht am Start, um den Bonus zu gewähren. Hier können wir nicht angreifen, dann greift man die Stadt an, damit die sich nicht allzu sehr erholen kann. Yep. Und dann haben wir hier die beiden Nahkampfeinheiten, drei sogar, am Start, wenn es dann darum geht, die Stadt einzunehmen. Die soll man jetzt losschicken, sonst dauert das zu lange. Produktionen, Triere wäre nicht schlecht, um vielleicht den ein oder anderen mal zu entdecken. Ne? Aber können wir es momentan nicht leisten, da bauen wir lieber einen Katapult, denn das können wir schon lange bauen. Und haben es noch nicht gemacht. Und überlebt. Glück gehabt. Was? Wo kommt denn jetzt plötzlich der Bogenschütze her? Den haben sie wohl gerade gekauft. Ist aber kein Problem. Machen wir platt. Der Bautrupp hat hier eine Mine gebaut, nicht wahr? Nee, aber macht er jetzt. Jetzt ist er anscheinend niemand mehr da. Kultur reicht, um ein goldenes Zeitalter einzuläuten. Und Zufriedenheit. Zufriedenheit. Die brauchen wir. Akut, denn das gibt ja sonst Kampfmalus. So, er wird auch tot sein. Er bekommt Deckung gegen Fernangriffe und geht zurück. Damit er geschützt ist. Dann bekommst du Sperrfeuer, um ihn hier anzugreifen. Dich können wir leider nicht upgraden. Aber brauchen wir auch gar nicht, denn wir wollen hier erstmal die Stadt weiter zerstören. Aber nicht so weit zerstören, als dass wir sie nicht mehr einnehmen können. Aber selbst wenn sie komplett niedergebrannt sein sollte, bauen wir einfach einen Siedler und bauen die Stadt neu. Was machst du hier oben? Du hast vorhin getauscht, das war nicht so geplant. Denn wir wollen hier irgendwann eine Straße bauen, die zu unserer neuen Stadt führt. Das gibt später bestimmt ganz viele tolle Archäologiepunkte. Religion gegründet, nice. Du gehst in die Stadt heilen. So, und jetzt möchte ich doch ihn hier schon zerstören, weil er sonst nächste Runde abermals sofort die Stadt einnehmen kann, falls es sie dann überhaupt noch gibt. Schauen wir erstmal zu, wie er ihn zerstört. Der Chat schlägt gerade irgendjemand vor, Alt F4 zu drücken. Ihr seid solche Trolls. Und Ninive, jetzt schauen wir mal. Komm schon, Marionette. Ja, so stelle ich mir das vor. Dann kommst du hier mit dem Fluss und der große General kommt hier in die Mitte. Hier hin. Hier. Noch, jetzt steht der große General da so blöd rum. Dann geht er halt hier hin. Und dann kannst du hier. Road und dann ist alles wieder gut. So, unsere erste Stadt angenommen. Und er bietet uns einen Friedensvertrag an. Den nehmen wir auch an, denn wir haben kein Interesse dran. Botschaft nehmen wir nicht an, okay. Hier noch irgendwie erstmal weiter zu kämpfen. Wir lecken erstmal unsere Wunden. Versorgen die. Bauen eine neue Stadt. Dann brauchen wir auch demnächst auf jeden Fall wieder Zufriedenheit. Genauigkeit 2. Und mit dem Gold, ja. Wir können uns diese Armee leisten, so wie sie gerade da steht. Das passt dann schon. Mit dem Katapult und dem Kompositbogenschützen in 3 Runden haben wir dann eine Armee zusammen, die sehr stark ist. Was ist unser Ziel jetzt? Mit der Karawane? Ja doch, wir müssen Siedler bauen, auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal in die Städte rein und schauen, was die eigentlich beackern. Wenn wir uns das hier mal anschauen, dann ist das 85 Runden bis zum Geburt eines neuen Bürgers. Dann können wir auch auf Produktionsfokus gehen, da ändert sich gar nichts. Weil wir hier das E eingeloggt haben. Huiuiui, das kann nicht sein, dass die Stadt niemals größer wird. Ich meine, die... Ah, warte mal, was wir machen können ist... Ja, was wir machen können, hier erstmal die Mine bauen. Und dann da noch einen Bauernhof.
Ich würde sagen, ihr fortified jetzt einfach. Nee, der Bautrupp natürlich nicht. Der kümmert sich um die Baumwolle hier. Da haben wir Baumwolle. Sehr gut. Die bringt die Zufriedenheit, die wir brauchen. Sperrkämpfer. Und du machst die Straße. Sperrkämpfer. Du suchst Sicherheit in der Stadt. Ja. Du belagerst. Du setzt dich hier fest. Und wir werden denunziert. Nun gut. Dann mache ich gleich nochmal eine Pause. Wollen wir das? Wollen wir da Luxusgüter? Kannst du Luxusgüter tauschen? 90, 100, 204, das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Besser als dass es hier rumliegt. Und dann machen wir eine kurze Pause. Und dann freue ich mich darauf, euch gleich wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.